Hallo und willkommen zu Folge Nummer 12 von Let's Play Hoppala Star Wars Empire at War und damit herzlich willkommen zurück. Ja, ich muss gestehen, ich habe das letzte Mal dieses Spiel vor 3 Monaten gespielt. Ich weiß absolut nicht mehr, wo wir waren. Ich weiß noch, dass wir irgendwie eine Mission hatten. Wir mussten irgendwas befreien. Komm. Fliegen wir mal nach Eriadu. Und machen einfach mal ein Raumgefecht. Ich habe auch die Geschwindigkeit ein bisschen nach oben gestellt, muss ich gestehen. Denn, eine größere Armee ist keine Garantie für den Sieg. Ich fand, es war auch häufig so, dass wir, dass es immer ewig lange gedauert hat, ne? Aber egal, lasst uns jetzt erstmal hier diese Raumfracht-Schlacht genießen. Was ist das denn hier? Sind das Truppentransporter? Die Transporter hätte ich vielleicht nicht unbedingt mit da reinbringen sollen. Aber egal. Die haben ja letztlich keinen großen Mehrwert bei der Sache. Naja, gut, egal. Jetzt habe ich das einmal gemacht. Das war jetzt ein Fehler. Die sollen jetzt mal auf den Schildgenerator gehen. Das Problem ist halt auch, dass die relativ schnell, die haben ja auch keine Kampfkraft, ne? Die haben ja auch keine wirkliche Kampfkraft. Naja, gut. War ein Fehler. Werde ich nicht nochmal machen. Also schießen die da? Ne, die schießen. Doch, die schießen. So, mal alles, was wir haben, einfach auf den Schildgenerator und dann auf den Hangar. Hat die nicht weitere Truppen hinzuziehen können. Weil, also das ist ja immer so eine unserer obersten Taktiken hier gewesen. Oder bis jetzt ist es ja immer noch. Wenn der Hangar, der bedeutet halt für uns immer, dass hier neue Schiffe und neue Gegner dazukommen können. Und das ist für uns natürlich immer ganz, ganz schlecht. Genau. Aha, Luke. Ne, ein Flottenkommandeur ist auch dabei. So, machen wir das jetzt erstmal alles K.O. Das ist doch gut. Wie gesagt, ich muss mich jetzt auch erstmal wieder so ein bisschen in dieses Spiel reinfuchsen. Wenn ihr noch wisst, wo wir dran waren, was gerade unser aktueller Plan war und so weiter und so fort, schreibt es einfach in die Kommentare. Das wird mir natürlich bei den nächsten Folgen, also jetzt nicht in dieser Aufnahmesession natürlich, wo ich ein paar Folgen aufnehmen werde, aber das wird mir natürlich in der darauffolgenden Zeit, wenn ich dann noch Sachen aufnehmen werde zu diesem Spiel, natürlich hilfreich sein. Komm, erstmal den hier. Der stört uns natürlich. So. Der stört uns. Das Lasergeschütz da stört uns. Ja, das wird jetzt natürlich alles auch langsamer gehen, ne? Weil wir haben jetzt natürlich auch einiges an Schiffen verloren. Wir haben große Verluste hier gehabt. Das war wirklich kein guter Schachzug von mir, da nicht drauf zu achten, dass wir da ja noch Bodentruppen mit drin hatten. Und das wäre eigentlich jetzt, die Transporter da mitgenommen haben. Das war kein feiner Schachzug. Das war nicht so cool. Hätte ich mir vielleicht vorher überlegen müssen. Wir haben jetzt auch nur noch 2 Schiffe. Einmal hier die Helden, den rasenden Falken, ist ein starker Held. Han Solos stark umgebauter kurilianischer Frachter vom Typ
YT-1300. Sehr schnell, extrem manövrierfähig und mit einer Bewaffnung ausgerüstet, die einem weit größeren Schiff alle Ehre machen kann. Und wir haben noch die koreanische Korvette. Das ist ein schneller Patrouillenkreuzer ausgerüstet mit 8 Laserkanonen, kann gut mit Jäger- und Bomberangriffen fertig werden. Sein Antrieb ist extrem leistungsfähig. Blablabla. Was ihm in die Lage versetzt, jedem Kampf zu entkommen, den er nicht gewinnen kann. Naja, das ist ja schon mal sehr gut. Wobei, wir müssen ja sagen, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, da, wenn wir uns an Star Wars Episode 4 erinnern, also im Prinzip den Beginn der Saga, den Ursprung des Ganzen, also wenn man jetzt von den alten Filmen ausgeht und damit startet, und nicht das Prequel Episode 1 bis 3 dazu nimmt, dann ist das ja im Prinzip eigentlich gar nicht mal so richtig, denn wir erinnern uns, es beginnt ja mit dieser Raumschlacht über, ich weiß es nicht, über Tatooine, genau. Uiui, haben wir verloren. Also wir haben gewonnen, aber ordentlich hier verloren. Da müssen wir jetzt auch erstmal wieder hier. Einheit wird hergestellt. Fahrzeug wird produziert. Ja, so. Bevor wir das machen, der wird ja dann aufgehalten von diesem imperialen Sternzerstörer und genau. Ja, so, komm, wir bauen hier das nochmal ein bisschen auf. Das starten wir jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob wir da eine Chance haben. Ah, wir schauen einfach mal rein. Ja, am Ende kann man sagen, das hier ist kein guter Start. Aber egal, wir schauen jetzt einfach mal, was wir leisten können, was wir machen können. Und, Aufrüstung läuft. Ja. Wir haben Hinweise, dass sich uns eine feindliche Streitmacht nähert. Erkundet die Gegend und versucht, einen Schwachpunkt zu finden. Gut. Wir haben hier auch einige. Das ist auch noch quasi für uns das. Hilft uns quasi. Wir haben hier auch nicht wirklich die Möglichkeit, Truppen nachzuholen. Ne? Nee. Naja, gut, alles, was wir haben, das müssen wir dann jetzt einfach mal gegen die Gegner verwenden. Ich habe ihn im Visier. So, ihr könnt mal bitte hier hingehen. Wir könnten ja so ein bisschen von denen gebrauchen. Und zwar hier einmal ein Infanterie und ein Fahrzeug. Und hier auch gerne mal ein Fahrzeug und einen Infanterieabwehrturm. Das hilft uns natürlich dann doch so ein bisschen. So, haben wir hier noch irgendwelche Mopeds, die wir quasi bearbeiten können. Irgendwas, was uns gerade großartig hilft. Ja, das ist ja schon mal gut. Das hat ja schon mal gut geklappt. Ah, ja, genau. Die brauchen wir nämlich. Da auch Fahrzeugabwehrturm und ein Infanterieabwehrturm. Praktisch, dass uns das hier gerade sehr gut hilft. Das ist natürlich nicht so gut. T2B verstanden. Da, guck mal, da haben wir noch ein paar. Aber wir haben leider keine Offiziersakademie. Eine Kaserne. Ach, Jungs. Schön, dass ihr da seid. Euch könnte ich hier gebrauchen. So, wir sind jetzt erstmal auch in so einer Art Verteidigungsstellung. Ach, nee, brauchen wir gar nicht, denn die haben sich zurückgezogen. Hervorragend. Das heißt, das haben wir schon mal gewonnen. Schade, ich wollte das noch aufgebaut haben. So, Dantuin, da läuft jetzt quasi. Wir bauen hier nochmal ein bisschen. Einheit wird produziert. Truppen aus. So, auf Zulust, da bauen wir hier mal noch ein paar Soldaten aus. Eriado, Raumstoff, das automatisch, das werden wir verlieren, das war ganz klar. Die können wir dann gerne mal zurückziehen. Hoth, auf Hoth können wir
Fahrzeug wird produziert. Gut und billig produzieren, haben aber gerade keine Möglichkeit mehr. Naja gut, nicht schlimm, Tatooine. Ausbildung läuft. So, wir brauchen dringend neue Planeten, habe ich das Gefühl. Und ich überlege gerade, was irgendwie so taktisch am sinnigsten wäre. Konstruktion abgeschlossen. Der scheint stark zu sein. Der scheint... Melde mich wie bevor. Weiß ich nicht, wie gut der bewacht ist. Was ist denn hier drin? Zulust bis... Steht gleich bevor. Ah, das machen wir automatisch, weil das werden wir auch verlieren. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Ach, automatisch. Das haben wir auch verloren. Dionysus ist also nicht mehr unser... Monkosal. T2 beendet. Was haben wir denn hier? Das könnte uns vielleicht... Der könnte uns vielleicht noch irgendwie dienlich sein. Melde mich wie befohlen. Taktisches Gefecht. So, das starten wir dann jetzt aber nochmal. Also so ein... Das ist so eine Mischung aus einem guten Start und keinem guten Start. Wir haben natürlich auf der einen Seite ordentlich Personal auch verloren. Keine Garantie für den Sieg. Nutzt Taktik zu eurem Vorteil und beseitigt die Verteidigungsstellung. So. Den Schildgenerator da einmal. Nachschub können wir hier aber auch nicht holen, ne? Ne, wir können uns auch nur zurückziehen. Na, so richtig Personal haben wir hier jetzt auch nicht, ne? Ich dachte, das wäre wesentlich besser, aber scheint doch nicht. Also, dann erstmal hier den Hangar, dass sie da nicht neue Trupps dazu bringen können. Das wäre mir ganz lieb. Und dann mal hier die etwas stärkere Schiff da. Vielleicht, das hat nämlich auch noch einen Hangar. Ja, so richtig gut läuft das gerade nicht, muss man sagen. Wo kriege ich den, den Hangar einmal? Weil von da aus kommen natürlich auch noch Schiffe hinzu. So. Einfach mal das Schiff hier. Das stört mich massiv. Lasergeschützbatterien. Hier fliegen auch zu viele von den Bösen rum, muss ich gestehen. Alle Schiffe angriffen. Können wir nicht den Bopper hier... Die sind natürlich... Das nervt alles ein bisschen, ne? Das sind natürlich Komponenten und Gegner und so, die uns hier in unserem Plan natürlich echt hinderlich sind und vor allen Dingen, wenn dann auch noch in der Raumstation so 2-3. Ah, das war vielleicht doch keine so gute Idee, da diesen Angriff so zu starten, wie wir es gemacht haben. Aber gut, jetzt haben wir es getan. Jetzt müssen wir damit klarkommen. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass... So, hier einfach mal nochmal... Schildgenerator, dass wir vielleicht noch bis zum Ende durchhalten können. Und nach dieser Schlacht sind wir auch schon am Ende von Folge 12. Krass, das ging schon wieder echt schnell rum. Meine Güte, das hätte ich nicht gedacht. So, wir haben also noch zwei Schiffe. Zwei Schiffe, mit denen wir das jetzt irgendwie rocken müssen. So, vielleicht machen wir die Angriffe etwas dezidierter. Ja, Erschütterungsraketenwerfer, der setzt uns natürlich massiv zu. Also setzt uns alles massiv zu. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Oh Mann, aber es wäre ja schön, wenn man mal so ein bisschen mehr Planeten noch dazu hat. Gerade weil wir Geonosis jetzt auch verloren haben, ne? Was? Ist das alles? Das kennen da hinten noch. Ah, da sind ja noch welche. Lustig. Also nicht wirklich. Nicht wirklich lustig. So, das haben wir gemacht. So. Lass mal hier die TIE Fighter. Ist TIE Fighter keine TIE Jäger, ne? Ist da ein Unterschied? Ne, TIE Jäger und TIE Fighter, da gibt es doch keinen Unterschied, oder? So, irgendwo hier. Bin unterwegs. Muss ich noch ein Schiff rumtragen? Ah, da. Vorwärts. Das letzte verbleibende Schiff. Unterwegs zu den Koordinaten. Ist so gut wie erledigt. Das hat aber irgendwie so eine Art Tarnvorrichtung, richtig? Ihre Geschütze aus. Zerstört ihre Schildgeneratoren. Zielt auf die schweren Geschütze. Die gesamte Energie in die Schilde. So, mit Schilde, das Feuer. Hilft uns, glaube ich, ganz gut. Angriff auf dieses Ziel. Greife Ziel an. Feuer frei. Greife an. Das ist natürlich schwierig, weil das ist ein schwerer Kreuzer hier, der Mon Calamari Kreuzer. Der ist natürlich, also der hilft uns natürlich massiv. So, wir haben zwar gewonnen, aber so richtig gut ist das noch nicht, finde ich. Erwarte Ihre Befehle. Kann man das nicht... Erwarte Ihre Befehle. Das ist blöd, dass man das so einzeln da hochziehen muss. Das nervt ein bisschen. Artillerie online. Wir haben auch zu viele Truppen quasi. So. Da gehört uns der Luftraum. Das ist gut. Das heißt, die können wir zusammenziehen. Oh, jetzt sind die doch tatsächlich darüber. Ja, genau. So, das haben wir jetzt fertig gemacht. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Und das mit dem Abo, das funktioniert ganz einfach, indem ihr jetzt auf den Button klickt, der oben rechts eingeblendet wird. Wenn ihr ein weiteres Video von unserem Kanal sehen wollt, dann drückt doch bitte auf den Button, der jetzt unten rechts eingeblendet wird. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich wieder auf euch, wenn es nächste Woche heißt Let's Play Star Wars Empire at War. Ciao, ciao.